Die Entwickler dachten wohl, sie wären super tolle Hechte. Ja, besonders wenn man hängen bleibt und gar nichts machen darf. Das finde ich jeder Spieler bestimmt geil. Jeder Spieler. Das Spiel wird immer mehr zu Frust Dungeon irgendwas. Hallo, hallo. Was hab ich denn? Mein Gott, ja. Wie soll ich mich gegen den verteidigen? So ein Schlecht. Ja, zieh dich hoch, Mädchen. Yay, und tot umfallen. Versuche ich es mal auf die Art und Weise. Hii, du wirst eingefroren. Und ich falle runter, weil du mich nicht magst. Hii, ich bin die Zauberfee. Du wirst eingefroren. Du wirst eingefroren. Und du gibst einen Scheiß drauf. Ja, dann bleib du so. Ach Gott, Leute. Ich weiß, ich habe mich dafür entschieden, es auf Albtraum zu spielen. Und ich sag's nicht zum ersten Mal. Und ich werde es auch nicht zum letzten Mal sagen. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lang dauert, der Kacke. Mann. Ja, danke. Ja. Ja, da oben. Sicher, schüch, Alter. Alles eng. Der ist hinüber? Ja, der ist hinüber. Gut. Dieser Assi da unten. Hier. Hast du was zum Spielen? Oh Gott. Na, so. Hätten wir das auch geschafft. So. Safe. Weiter nach oben. Gibt's hier noch jemanden, der mich abschießen will? Ich hatte ja noch nicht genug. So, dann komme ich da hoch, endlich hoch. Ich sollte eigentlich mich erstmal umschauen. Egal, scheiß drauf. Wir haben ja Quick Save. Das ist schön. Endlich mal Ruhe. Ja, die da hinten fuchteln geil rum. Sind nur am Rumfuchteln. Und ich hoffe dort drinnen hat dieser ganze Spuk ein Ende. Denn je länger das Spiel gerade nur noch dauert, desto mehr nervt es mich. So, hier. Geh doch zu deinem Freund zurück. Party hart. Zurück mit dir. Wow, wow, wow. Nein, kein Feuer abkriegen. So, jetzt kommt nochmal bestimmt Cheshire Cat. Oder nur Cheshire. Die Grinsekatze. Nein, natürlich nicht. Wie konnte ich nur so naiv sein? Was ist das? Hä? Ich kann jetzt. Oh mein Gott! Was ist das? Das Spiel ist an einigen Stellen sowas von derbe schlecht programmiert. Oh mein Gott. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon die ultimative Ahnung habe, wie man Spiele programmiert. Aber sowas fällt doch auf.
Ja, tot. Nein, lass mich leben. Let me live. Thank you very much. Gott. Der da hinten? Kriegt der Schaden? So. Das dürfte den Kollegen aber jetzt auch grillen. Okay, den da hinten hat es anscheinend gar nicht interessiert. Ouch, in your face. Ja. Okay, so ist die Verwandlung also eigentlich gedacht. Und damit kann man höher springen und komisch hin und her fliegen. Wow. Das hat uns ja ganz knapp verfehlt. Kommen wir hier noch raus? Wieso kann der nicht einfach mal abkacken? Ja. So. Das macht dem zumindest Schaden, das ist schön. Ja, gut, der explodiert auch schön. So wie es sich für diesen Gegner gehört. Und wie diese Jack in the Box einfach viel zu viel rumhüpfen. Wie? Oh ja, zieh dich da hoch. Genau, das ergibt so viel Sinn. Was zur Hölle seid ihr eigentlich? Nein. Ja, lecker. Ja, komisches Insektenvieh. Yeah, dadurch sieht man cool aus. Boah, ich hab keinen Bock mehr. So, la la la, alles scheißegal. Ah, Speedrun. Speedrun-Modus. Ey, wir müssen doch nicht gegen alle kämpfen, ne? Ne, ist doch Bullshit. Hier, zack. So, kein Bock. Ah. Schlosswache. Boss. Ja, töte sie bitte sofort. Ich habe sogar noch mit genügend Leben hereingefunden. Das tötet mich doch, oder? Interessant. Ja, ja. Gut, da hinten sind welche, an denen wir uns... kein Kommentar. So. Die Musik ist jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen anders geworden. Ein bisschen psychedelisch. Aber interessant. Ist auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung. Oh, jetzt fall halt rein, du. Bin hässlich. Ne? Hier, komm. Gebackte KI. Ja, du kannst dich noch drehen, ne? Geil, ne? Kannst du noch schlagen? Ja, kannst du noch. Are you fucking kidding me? Ich soll jetzt da rein. Mann, das ist sowas. Nee. Ja, jetzt stirb am Feuer. Bitte. Geh zurück! Back off, you dirty ape! So. Hoffentlich finden wir dort drin noch etwas. Mal reinspinzen, reinlunzen.
Hup. Keiner da? Das glaube ich nicht. Hahaha. Stirb doch am Feuer, du blöder Sack. Ja, 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 ja. Das war ein scheiß Safe Point wieder mal von mir. Kacke, kacke, kacke. Weg! So, hab Spaß an den Knochen, an der Shotgun-Munition. Ach, das Spiel ist nicht einfach. Das Spiel ist sackschwer. Was ist denn hier drüben? Nichts! Wow! Das hat ja so viel Sinn gemacht, dass wir da hingehen. Ah. Bringt's etwas, hier reinzugehen? Nein, es ist auch verschlossen. Und die Seite? Ich muss es nicht mehr hinterfragen, oder? Warum kann man hier nach oben gehen? Ach. Wahrscheinlich muss man hier erst später hin, ne? Ah. Wahrscheinlich soll man nämlich erstmal da durch die Tür und muss man nachher hierüber irgendwie flüchten. Mein Gott, so wie das hier aussieht, erinnert mich das fast schon an das Spiel Oblivion, The Elder Scrolls 4. Hallo. Hi, hi, hi. Wir haben wieder Freunde gefunden. So. Wow, Feuer ausweichen. Ja, genau. Und reinspringen. Ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Warum? Oh! Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen laut werde, aber das geht mir gerade ein bisschen aufs Zahnfleisch. Ich kann verstehen, wenn Spiele schwer sind, aber wenn Spiele sogar dann schlecht programmiert sind und fast dann... Ach, ich sollte mir das alles aufheben fürs Ende. Hallo, wie geht es dir? Sammeln wir erstmal wieder alle möglichen Gegnerarten? Oder schauen wir es erstmal um? Ja. Hier sehen wir nochmal die drei Gefolgsleute, den Hutmacher, den Jabberwocky. Und, ich habe gerade deren Namen vergessen. Egal. Ein Herz. Wo man... Ein Spiegel. Warum ist da ein Spiegel? Das verstehe ich nicht. Da gibt's ja, glaube ich, mal nichts zu verstehen, oder? Wutschi! Spielen wir Cricket! Cricket, oder? Na, Cricket müsste es heißen, oder? Oh, ja! Ihr Süchtigen! Wir sehen böse und scheiße aus und Drogen! Bitte sehr! Alles nur für euch! Ihr Drogenmodus! Ihr Drogenmodus! Yay! Und ihr könnt mich alle machen! Ich bin nämlich hier weg hier! Yay! So, dann versteckt man sich hier hinter, dann wartet man, bis alles abgefackelt ist. Und dann sammelt man den Loot auf. Die Beute, die Beute, die Beute. Sind in diesem Fall leider nur zwei. Hä, das waren noch drei dieser Gegner. Wo ist denn der eine jetzt hin? Ach so, der hat sich verkrochen. Na, jetzt passe ich nicht auf. Dammit. Nerf, 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 nerf. The Pinky and the Brain. The Pinky and the Brain. So, töten wir die, töten wir das. Alles geht zugrunde. So, wir bleiben mal schön hier hinter. Für den Fall, dass einer überlebt, wie dieser einer. Und dann kümmern wir uns um diesen Gast separat. Ja. Wobei, eigentlich sind wir der Gast und wir sind diejenige, Entschuldigung, nicht derjenige, die hier alles auf den Kopf stellt und Randale macht. Manche finden den Weg, manche erkennen ihn nicht, manche
sind hier voll in Asgard. Wehe, ich muss jetzt zurück nach oben. Nein, okay, wir... Nein! Wir müssen nicht nochmal gegen diese Gegner ankämpfen. Bitte nicht.